Ja, vielen Dank, liebes Publikum. Ich bin die Anke und ich erkläre euch heute, wie Paula die Kuh zum Lagerfeld vom Morgen wird. Und deswegen heißt mein Vortrag auch The Milky Way. Und seit Jahrtausenden wusste sich der Mensch zu bekleiden. Und ja, da hatten wir natürlich auch ein paar gute Momente. Aber seien wir ehrlich, wir hatten auch ein paar schlechtere. Und ja, leider Gottes, wir hatten sogar noch schlechtere. Nichtsdestotrotz hatte der Mensch immer das Bedürfnis, sich zu bekleiden, weil Kleidung hat ja auch immer eine Funktion. Und wir nutzen ja schon seit Jahrtausenden Naturfasern wie Wolle, Seide und Baumwolle. Aber schon vor Jesus Christus gab es bereits It-Girls wie heute Paris Hilton und Misha Barton, die auch noch mit dem coolsten Typen der Stadt ausgingen. Sozusagen das Brangelina von damals. Es war Kleosar, Kleopatra und Cäsar. Und ja, schon damals wusste Kleopatra, dass Milch nicht nur schön, sondern auch müde Römer munter macht. Und es blieb auch nicht dabei, denn die Ägypter nutzten Milch zum Bau ihrer Häuser und Kühe waren auch in Ägypten heilig. Man sagte ihnen nach, sie halfen den Menschen zum Aufstieg in den Himmel und sie sind sogar Namensgeber der Milchstraße. Schauen wir auf heute. Was ist das Besondere an diesem Homo sapiens? Kommt jemand vielleicht drauf? Ja, es ist ein besonders gelungenes Exemplar mit schönen Augen, Haaren und Kurven. Aber es ist nicht das Einzige, was auffällt. Denn dieses Mädchen trägt Kleidung aus Milch. Und Kleidung aus Milch sieht nicht etwa aus wie eine Milchtüte. Und es riecht auch nicht nach Kuh. Und es muss auch nicht in den Kühlschrank gepackt werden. Es sei denn, man mag es, heute ist es sehr heiß, etwas erfrischender im Sommer. Denn Kleidung aus Milch kann durchaus schick und modisch sein. Aber wie genau kann das funktionieren? Es ist ein wirklich einfaches Prinzip und man kann sich eine Art Backen vorstellen. Ich habe ein Mehl, gebe dazu Wasser, Zucker, Salz, habe einen Mixer, knete alles gut durch und dann erhalte ich halt keinen Kuchen, sondern eine Textilfaser. So, und jetzt denken alle, hä? Das ist ja ganz schön einfach. Wie genau kann dieses Prinzip denn jetzt wirklich funktionieren? Und alles in unserer Welt besteht ja aus Molekülen. Moleküle sind sozusagen die Rockstars der Chemie, denn ohne sie gäbe es keine Show. Und stellen wir uns nun in unserer Hauptrolle ein voll aminosäurenstrotzendes Protein vor, was zu einer Party eingeladen ist. Und dort in der Ecke entdeckt es ein super heißes O-Atom mit zwei ausschlaggebenden Argumenten. Ja, zwei H-Atomen. Und dieses Protein möchte halt mit dem H2O flirten, geht zu ihm hin und benutzt einen coolen Ammerspruch. Hey, ich bin Bond, Peptid-Bond. Und H2O fällt ausnahmsweise auf den zugegebenermaßen billigen Ammerspruch ein. Die zwei verlieben sich und gehen eine Bindung ein. Es ist eine Liebesgeschichte à la Chemie. Nun befinden sich auf dieser Party mehrere Moleküle und jeder Topf findet seinen Deckel. Und aufgrund der überschwänglichen Gefühle fangen alle an zu tanzen und bilden eine lange Polonaise-Kette. Nun ist es leider so, dass die Wasserstoffatome die One-Night-Stands der Chemiewelt sind. Es ist leider meistens schon vorbei, bevor es begonnen hat und sie sind vor dem Frühstück wieder verschwunden. Es ist aber auch gut so, weil wir wollen unsere Faser ja trocknen und deswegen benutzen wir noch andere natürliche Rohstoffe, um dessen Bindungen länger halten. Und man kann sich quasi vorstellen, ich habe einen Legostein und das ist mein Molekül und aus vielen Legosteinen bildet sich halt ein großes Legostein und das ist mein Makromolekül. So, und diese Bindungen bewirken bei unserer Textilfaser eine Hydrophobie und Hydrophilie. Und nein, das ist nicht die Angst vor meiner Steuererklärung, sondern es ist die Art und Eigenschaft eines Stoffes, der hydrophile und hydrophobe Gruppen trägt. Und das bedeutet, meine Faser nimmt Wasser auf, ich kann sie aber auch ganz normal waschen und bügeln. Nun, jetzt habe ich aber erstmal noch einen Eierkuchenteig und dem möchte ich ja auch eine Form geben. Und deswegen wird dieser Eierkuchenteig durch eine Lochplatte gepresst. Und hier erhalte ich meine Textilfaser. Und das bewirkt, dass sich die Moleküle in eine Richtung ausrichten. Und das nennt man heutzutage Planking Extreme. Ja? Also jeder weiß, was Planking ist. Und wir haben auch noch einen sehr ressourceneffizienten Prozess, der nur eine Stunde dauert. Wir brauchen maximal nur 2 Liter Wasser. Wir haben keine Abfälle. Und wir benutzen auch noch Milch, die nicht für Lebensmittel eingesetzt werden darf. Und das sind sogar 2 Millionen Tonnen jährlich allein in Deutschland. Und das
können ja noch nicht mal all die Katzen trinken. Und quasi mit der heutigen Sicht auf diesen Vortrag schmeißen wir ja ein tolles Top oder Oberteil oder Kleid einfach so weg. Nun, wenn man so eine Erfindung gemacht hat, dann bekommt man Anrufe aus aller Welt, ob es nicht sogar mit Ziegenmilch funktionieren würde. Ja, sogar die Araber melden sich bei mir, ob es nicht sogar mit Kamelmilch funktioniert. Aber diese Nachfrage ist durchaus berechtigt, weil es fehlen mittlerweile 6 Millionen Tonnen Textilfasern auf dem Fasermarkt. Der 7-milliardste Mensch ist geboren und es wird eine wirkliche Faserknappheit herrschen und wir müssen nach anderen Ressourcen suchen, um unsere Textilien letzten Endes herzustellen. Und ich vergleiche gerade den Fasermarkt mit dem Haar von Donald Trump. Egal wie sehr ich versuche, die Lücken zu füllen, es wird einfach immer lichter. Und wenn wir keine anderen Ressourcen finden, dann werden wir irgendwann einmal wieder so herumlaufen. Danke. Dankeschön. Oder sogar so. Und hier gibt es bereits schon sehr tolle Ansätze, zum Beispiel Spinnenfasern oder Fasern aus Stärke. Letztlich geht aber der Trend dahin, dass Textilfasern nicht nur sexy, sondern auch smart sind und Funktionen haben, wie dass sie antibakteriell sind, atmungsaktiv oder sogar elektrisch leitfähig. Und man kann auch vieles im Bereich der Nanotextilien bewirken und auch mal die Eigenschaften anpassen. Und dann reden wir nicht nur von Science Fiction, sondern von Science Function. Und deswegen kann ich nur sagen, freut euch auf die Welt der Textilien und vielleicht seht ihr auch das tägliche Glas Milch noch ein bisschen anders nach heute. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus